So. Letzte Zigarette. Die werden wir so heute genießen. Ich bin der Michael Brandner. Rauch seit meinem, boah, ich glaube 18. Lebensjahr. Hab schon öfters mal aufgehört. Einmal fast 3 Jahre. Dann wieder irgendwann einmal einen Grund gefunden, dann doch wieder meine zu rauchen und dann habe ich wieder begonnen. Dann habe ich dann noch einmal für 7 Monate aufgehört gehabt. Und auch wieder begonnen. Bis jetzt war es so, dass ich eigentlich immer von einem Tag auf den anderen beschlossen gehabt habe, so aus, ich probiere es wieder mal. Und gesagt, nein, das mit 1. Jänner aufhören, das ist, oder was auch immer, immer so spezielle Tage sich aussuchen, das hat mich nie interessiert. Jetzt allerdings möchte ich es wirklich machen und ich nehme diesmal einen speziellen Tag her, nämlich den Aschermittwoch. Der Aschermittwoch wird mein erster rauchfreier Tag sein, also morgen. Ja, und deswegen genieße ich jetzt nur noch die letzte Zigarette und muss einen Zug nehmen, bevor sie ausgeht. Wird ungewohnt sein, dieses Gefühl nicht mehr zu haben. Aber ich habe es nicht nur vor, sondern ich mache es auch. Und auch die letzte Gesundheitsuntersuchung hat mir auch gezeigt, dass es nicht schlecht wäre, wenn ich aufhören würde. Also, Entschluss ist da. Schauen wir, wie es mir gehen wird den nächsten Tag. Und vor allem, ich habe auch vor, nach diesen 40 Tagen nicht wieder anzufangen, sondern ich hoffe, dass ich diese 40 Tage jetzt als Ansporn nehme, dass ich das Ganze dann wirklich für immer und ewig das Laster sein lassen kann.